Ich wusste nicht genau, wie ich dieses Video anfangen soll, aber ich habe mir die ganze Zeit überlegt, machst du ein neues Video, machst du ein neues Video, machst du ein neues Video. Dann stellt sich aber folgende Frage. Erstens, wie mache ich das richtige Licht? Jetzt müsste es besser sein. Genau, und ja, Pickel, die ist auch wieder am Start. Ja, wie dem auch sei, also ich hatte mir überlegt, wie mache ich denn ein neues Video? Das gestaltet sich meiner Ansicht nach immer ein bisschen schwierig, denn A, hast du das Equipment? B, hast du überhaupt die Idee dafür? C, kriegst du es zeitlich irgendwie hin? Das letzte ist auf jeden Fall das einfachste, denn ich habe gerade Zeit. Aber die beiden anderen Punkte haben sich auf jeden Fall sehr schwer gestalten und da draußen gucken Leute zu. Kurz Autogramm schreiben. Aber jetzt habe ich mir einen Gedanken gemacht. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, welches Konzept machst du? Was willst du demnächst wieder für Videos bringen? Und ich glaube, mir ist auf jeden Fall ein Thema eingefallen, wo ich gesagt habe, okay, hey, da musst du weniger machen. Grundlegend ist es so, dass es aktuell diese ganzen Booster gibt. Ich habe mir dazu jetzt kein Skript gemacht. Es soll hier gegen niemanden sein. Aber ich habe es bei vielen YouTubern gesehen, die ich auch von früher noch kenne. Es gibt diesen Level-Up-Booster, dann gibt es ja den Festgi-Booster und wie sie nicht alle heißen, um es nur einfach mal zwei zu nennen. Kommen wir also zu Punkt 1. Punkt 1 finde ich, dass Leute ihre Product Placements oder Sachen verkaufen, habe ich überhaupt kein Problem damit, weil das ist deren Hauptberuf. Punkt 2 ist, ich finde diese Person absolut respektabel, weil sie haben sich mit ihren Sachen auf jeden Fall was aufgebaut. Kommen wir aber zu Punkt 3, den ich etwas schlechter finde, denn erstens sind diese Booster, da sind Stoffe hinzugefügt, die als natürlicher oder besser deklariert werden. Ich blende euch mal hierzu die Inhaltsseite von Festgi beispielsweise an. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Booster im allgemeinen Fitnessmarkt nehme ich auch. Ich hole mal ganz kurz ohne Markennennung, Sekunde. Nicht, dass ihr auf jeden Fall denkt, dass ich hier diese Booster nicht nutze. Ich nutze diese Booster. Nichtsdestotrotz bin ich erstens älter und über 18 und zweitens weiß ich auch genau die Inhaltsstoffe einzuschätzen und habe mir darüber auch sehr viele Gedanken gemacht. Warum ich jetzt also dieses Video mache, ich komme also auf den Punkt, ist, diese Booster im Allgemeinen enthalten extrem viel Koffein. Hier zum Beispiel, ich lese mal ganz kurz vor, es gibt ja zum Beispiel Pump-Booster oder normale Booster für die Fitnessindustrie und jetzt haben sie gesagt, okay, hey, wir brauchen das für Gaming. Hier zum Beispiel sind zum Beispiel ein paar Nährwerte drin, ich zeige euch die halt mal in Kamera. Ich weiß nicht genau, ob man das lesen kann. Hier auf jeden Fall in dem Crank-Booster sind zum Beispiel, ich will jetzt auch gar keine, wie gesagt, ich krieg von der Marke nichts, ich habe mir das alles selbst gekauft. Hier ist zum Beispiel grüner Tee-Extrakt, Koffein und so weiter drin. Insgesamt in der Lösung von ungefähr 600 Milligramm, 300 Milligramm Koffein und 250 Milligramm grüner Tee-Extrakt. Wie gesagt, ich wollte nur mal kurz sagen, einfach nur um die Inhaltsstoffe, was Koffein überhaupt ist, damit die Leute, die vielleicht das nicht wissen, einfach mal verstehen. Auf den meisten Produkten steht ja wahrscheinlich Caffein oder sowas drauf. Ist ein Alkaloid. Grundlegend stimuliert es den Körper, hat eine stimulierende Wirkung, ist also eine Stimulanz und gilt sogar als Giftstoff für den Körper. Das heißt nicht, dass es als Giftstoff allgemein auf dem Markt ist, weil sonst dürfen wir es nicht haben, aber allgemein der Körper muss es abbauen. Und dementsprechend ist es ein Zusatzprodukt, was den Körper stimuliert und ihm suggeriert, hey, du bist vielleicht aufmerksam, wacher, als du eigentlich bist. Und dazu kommen wir nämlich zu dem Punkt, warum ich sage, dass diese Sachen, die dort drin sind, vielleicht verwerflich sind. Viele Leute trinken Monster Energy und was auch immer alles. Alles, wie gesagt, Müll. Ich trinke das alles auch sehr gerne selber. Aber zu gewissen Zeitpunkten. Wie ich das in diesen ganzen Streams und so weiter sehe, wird das eben publiziert, als dass man es eben zum Beispiel abends nehmen kann oder grundlegend trinken kann oder dass eben Inhaltsstoffe drin sind, die vielleicht besser sind. In Festgi, deswegen mache ich dieses Video eigentlich, in Festgi beispielsweise ist Maltodextrin drin. Ich nehme jetzt das Beispiel einfach Festgi, weil es ist nicht nur Festgi, es sind auch andere Sachen und andere Booster, die diese Sachen nutzen. Maltodextrin vor allem kommt sehr oft vor, zum Beispiel Bodybuilder nehmen zum Beispiel das, um eben nach dem Sport einen hohen Insulinausstoß zu haben. Das hat folgende Wirkung. Ein Insulinausstoß muss man relativ gering zu halten. Insulinausstoß ist deswegen so, weil es ein anaboles Hormon ist und damit zum Beispiel die relativen Inhaltsstoffe sehr schnell in die Blutbahn gelangt. Was also in diesen ganzen Boostern noch zusätzlich drin ist, zum Beispiel Pantonsäure, also B6, B12, irgendwelche Vitamine, Vitamin C zum Beispiel, irgendwelche Süßstoffe wie Acesulfam, K-Sucralose, Aspartam und wie sie alle heißen. In den meisten Pump-Boostern sind zum Beispiel Arginin, Citrullin, Malat oder ähnliche Formen, Abwandlung davon drin, haben eine gewisse Dosis, dann wird eben jeder Booster damit beworben, hey, wir brauchen so viel Arginin, wir brauchen so viel Citrullin, damit die Durchblutung gefördert wird und. Grundlegend habe ich eigentlich gar kein Problem mit diesen Sachen. Die einzige Sache, wo ich mir immer sage, ist zum Beispiel, wenn ich auf der Webseite von Festgi gucke, dann wird da Maltodextrin als hochwertiges Produkt angesehen oder marktwirtschaftlich wird da eben Werbung gemacht für XY. Ist ja kein Problem, kann ja jeder für machen. Aber diese Produkte werden meistens von
Leuten gekauft, die unter 18 sind. Und ein Konsum beispielsweise, wie ich zum Beispiel auch Red Bull oder ähnliches, sollte nicht für Leute sein, die unter 18 sind oder grundlegend so schnell konsumiert werden, denn Koffein hat eine große Nebenwirkung. Es stumpft euch ab. Das Problem also an dieser ganzen Sache ist, Rezeptoren im Kopf reagieren auf eine bestimmte Stimulanz. Wenn man eine Sache zum Beispiel längere Zeit nicht gemacht hat, wie zum Beispiel auch Zucker, gehört auch dazu, esse ich zum Beispiel eine Zeit lang keinen Zucker, reagiert mein Körper irgendwann auf Obst sehr gut, weil er sagt, okay, hey, der Fruchtzucker, geil, Fructose, lecker, ist süß. Aber wenn ich die ganze Zeit Nutella und so weiter und so fort alles esse und dann mal Obst esse, dann wird mir das nicht so süß schmecken. Das heißt, die Rezeptoren stumpfen ab, um es mal leicht auszudrücken. Das gleiche gilt für Koffein. Monte wird zum Beispiel gesagt, hey, irgendwie kickt mich Monster Energy nicht mehr so sehr, hat er gesagt. Ja, okay, wenn ich aber 2 bis 3 Monster Energy pro Tag zu mir nehme, 450 Milligramm Koffein ist zum Beispiel über der Dosis, die gesundheitlich noch akzeptabel ist. Das ist also eine sehr, sehr hohe Anzahl von diesem Stimulanzprodukt. Das heißt, wenn Leute es überkonsumieren, hat es gesundheitliche Auswirkungen, wie mit vielen Dingen. Deswegen mache ich eigentlich dieses Video. Nehmt es zu Zeitpunkten, wo ihr damit klarkommt. Das heißt, im Morgensbereich, im Nachmittagsbereich, frühen Nachmittag, nicht zum Abend, weil ihr könnt dann nicht schlafen. Je mehr ihr also weniger schlaft, weil ihr eben Ersatzprodukte nehmt, wie Stimulantien, wie zum Beispiel Booster, könnt ihr schlechter regenerieren, am nächsten Tag müsst ihr mehr davon nehmen und. Es ist also eine Abwärtsspirale. Deswegen sage ich, hey, wie es da manchmal tituliert wird, Fesky beispielsweise sei ein gutes Produkt, weil da eben bessere Stoffe drin sind als Monster Energy. Zum Beispiel ist in Monster Energy genauso B6, B12 drin. In beiden ist Salz drin, ja. Guarana ist auch dort drin. Also da sind halt viele Sachen wie alle möglichen Nebenprodukte, die im Endeffekt alles Chemieprodukte sind. Ich sage dagegen gar nichts, weil ich nicht nutze es ja selber. Ich nutze solche Booster, aber bewusst. Und deswegen will ich dieses Video einfach machen. Es wird teilweise echt viel Mist erzählt. Und deswegen bitte ich euch einfach, nehmt diese Botschaft zu Herzen. Kauft euch diese Produkte, unterstützt die Leute damit. Aber konsumiert sie bitte, bitte, bitte nicht nachts um 12, weil ihr könnt da nicht pennen. Einfach nur vor dem Hintergrund, da ich weiß, dass man mehr konsumiert, man wird davon abhängig und es zerstört euren Körper auf lange Sicht. Deswegen bitte einfach diese Botschaft. Ich musste es einfach machen, das Video hat mich einfach innerlich bewegt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, einfach nur grundlegend, hatte ich einfach Bock auf dieses Thema. Macht es auf jeden Fall gut, bis zum nächsten Mal, haut da rein und ciao.